Das ist, wie gesagt, jetzt das Terran Replay. Hallo und herzlich willkommen, falls ihr jetzt gerade erst dieses Video erwischt. Das ist der zweite Teil von einem Zweiteiler. Das heißt, ihr solltet möglichst schnell auf den Link da unten drücken, in der Beschreibung, um auf den ersten Teil zu kommen. Sonst ist das Ganze hier aus dem Zusammenhang gerissen und das macht wenig Sinn. Wie auch immer. So, das heißt, hier bin ich als Terran gestartet und mein Gegner ist Protoss, TVP, und wir sind auf Metallopolis. In diesem Replay, wie gesagt, zeige ich euch ganz kurz in der Serie Spiel nicht über den Reaper, was ich hier falsch gemacht habe im Sinne von Positioning. Denn ich bin eigentlich ziemlich gut im Vorteil und das werden wir auch gleich sehen. Ich werde eine riesige Armee haben, ich werde teilweise über 1000 mehr Income haben, aber trotzdem verliere ich dieses Spiel. Das Replay gibt es, wie gesagt, bei uns auf der Page runterzuladen. Zusätzlich gibt es dazu noch ein Frage-Thread und Umfragen und was weiß ich. Besucht uns einfach bitte auf der Page und schaut euch da mal um. Auf jeden Fall was bringen. Und ich würde einfach jedem empfehlen, sich das mal runterzuladen und mal genau anzugucken, zu schauen, welche Fehler ich mache, denn vielleicht macht ihr die ja auch. Und so, das heißt, im Sinne von Positioning, was habe ich da verbockt? Mal schauen. Springen wir einfach mal in die erste Szene. So, das ist die erste Szene, die ich euch hier zeigen möchte. Ich habe erstmal den Vorteil, was angeht. Ne? Ich habe eine etwas größere Armee und bei dem ist noch nichts wirklich durch. Er hat noch keinen Seastorm. So, das heißt erstmal hier Siege Tank Deployment. Erstmal nicht über die riesige Biokugel, die ich hier habe, denn er hat noch keine Storms, also macht es noch keinen Sinn. So, Tanks. Wichtig bei Tanks ist, falls die gesieged sind, haben die eine Mindestrange, bei der sie feuern können, beziehungsweise bei der sie nicht mehr feuern können. Das heißt, falls hier direkt ein Zealot dran steht, dann kann der Siege Tank, wenn er im Belagerungsmodus ist, also gesieged ist, nicht auf den schießen. Versucht also nicht, eure vier Siege Tanks zu nehmen, die hier in einem Klumpen hinzustellen und alle zu siegen. Das geht furchtbar schief, denn ein einziger Zealot kann dann alle vier töten. Versucht ihr lieber in so einer Reihe zu siegen. Das habe ich hier einigermaßen probiert, ich habe es natürlich nicht hinbekommen, aber dass ihr so ungefähr eine Vorstellung habt, wie das funktioniert. Probiert das so zu machen, dass dieser Siege Tank die zwei abdeckt, das heißt, wenn hier einer dann steht, der immer noch draufplatzt, der geht ein bisschen weiter und die beiden gehen natürlich auch ein bisschen weiter. Der hier steht ein bisschen verpeilt, der hätte eigentlich hier stehen können oder sonst wo, denn der schießt nicht drauf. Ganz wichtig ist aber, dass ihr eure Siege-Tanks so ein bisschen so deployt, weil das etwas mehr Sinn macht. Über den offensichtlichen Observer über meine Armee wollen wir uns jetzt keine Gedanken machen, das war von mir total verbockt. Und ich merke gerade, der Gegner spielt ohne Hotkeys, also ohne Gruppen, was doch etwas merkwürdig ist, aber egal. Schauen einfach mal drauf und schauen einfach mal, was das für einen Effekt hat. Vielleicht auf normaler Geschwindigkeit, wenn das hier nicht funktioniert. Natürlich auch gegen AE, ne? Versucht einfach mal Hit and Run zu machen, nicht in einer Biokugel zu stehen, aber egal. Hier, immer schön zurück, um in die Reichweite der Tanks zu kommen. Können auch gut was machen an Schaden. Das war auf jeden Fall wichtig, habt ihr gesehen. Falls ich jetzt alle vier Siege Tanks hier gehabt hätte, hätten die kaum Schaden gemacht, weil als der Protoss dann hier gestanden hat, hätten die alle nicht angreifen können. Also schön alle hintereinander, denn der konnte zum Beispiel auch einiges an Damage machen und der auch. Ganz wichtig. Wir kommen jetzt einfach mal zur nächsten Szene. So, das hier ist die nächste Szene. Es geht dabei darum, wie man sich für einen Angriff positioniert. Denn, wie ihr sehen könnt, der Gegner nimmt gerade seine Golden Expansion. Das gefällt mir gar nicht. Ich sehe es, glaube ich, gleich, beziehungsweise noch nicht. Ich müsste es erst jetzt, da habe ich es gesehen. Und das gefällt mir gar nicht. Ich weiß allerdings, ich bin ziemlich nah an seiner Armee dran. Und ich weiß, dass der irgendwas haben müsste. Egal wie, egal was, egal wieso. Der hat übrigens sehr viele Storms. Egal. Ich habe gesehen, der hat Archons. Also hätte ich wissen müssen, dass da vielleicht High-Templer sind. Oder Dark-Templer. So. Versucht also, falls ihr angreift, nicht einfach nur stumpf mit A-Klick rein. Denn dann wird das passieren, was gleich bei mir passiert ist. Versucht euch stattdessen vernünftig zu positionieren. Das heißt, mit den Zielstanks weg vom Gegner. Und mit eurer Bio-Armee einigermaßen verteilt. Wie ich bereits im ersten Teil gesagt habe, schön konvex. Was allerdings bei mir passiert, ist das, was bei euch nicht passieren sollte. Ich bin doof und stattdessen mache ich einfach nur A-Klick rein. Alle laufen schön in einer Reihe. So wird es auch wunderbar aussehen, falls der Gegner von hier kommen würde. Der Gegner kommt allerdings von hier und das ist ein gefundenes Fressen für den. Vor allem die Siege-Tanks stehen komplett falsch. Also werdet nicht übermütig in dem Sinn, dass ihr seht, oh, ich kann was töten, ich kann was töten, juhu. Das funktioniert nicht. Ihr könnt was töten, ja, aber dadurch verliert ihr einfach alles. Also versucht euch nicht so total bescheuert zu positionieren wie ich. So, dann passiert nämlich das hier. Siege-Tanks sind nicht gesieged, die Hälfte der Armee steht hier und
zielt auf den Nexus. Andere Hälfte steht hier zusammengeballt. Da kommt jetzt ein guter Storm von hier und alles ist einfach Geschichte. Also absolut total bescheuert, total dumm. Seht ihr, ich stimme hoch. Der Teil greift den Pylon an, der Teil greift den Nexus an und der Teil greift alles mögliche hier an, aber nicht das, was man angreifen sollte. Trotzdem habe ich immer noch die viel, viel größere Armee. Ups, wie ihr sehen könnt, richtig viel und trotzdem verliere ich diesen Engagement. Könnt ihr euch das vorstellen? 3000 mehr, okay gut, 2500 mehr und trotzdem verliere ich. Das ist krass, weil ich einfach schlecht stehe. Wie ihr jetzt sehen könnt, ein Storm haut einfach mal alles um. Hier, bam. Ich habe einfach mal 1500 Mits verloren. Das ist krass, das ist einfach nur abartig. Wir schauen einfach mal weiter aufs Army Value. Und immer noch, ich stehe total zusammen. Könnt ihr das sehen? Bam, 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 bam. Das ist einfach nur abartig, wie viel ich hier verloren habe. Zum Glück habe ich durch das große Glück, dass ich hier nachbaue. Aber egal, das war auf jeden Fall total schlecht. Das sollt ihr nicht machen. Und noch so viel dazu, in dem ersten, beziehungsweise in dem sechsten Spiel, nicht über den Reaper, hat einer geschrieben, wieso ich mich so oft selbst flame. Besser ich als andere. Wir springen einfach mal in die nächste Szene. Diese Szene hier ist ein wenig unscheinbar, weil der mich nicht für diesen Fehler bestraft hat, aber macht das niemals. Niemals, 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 niemals. Niemals lauft ihr so ein Xanagaturm hoch. Vor allem nicht auf Metallopolis. Niemals, wie ihr hier gleich sehen könnt. Ich versuche gleich das hier hochzulaufen. Und es geht tierisch schief, beziehungsweise man hätte mich dafür bestrafen müssen. Sehen könnt, ich müsste eigentlich... Habe ich mir das nicht gerade... Okay, gut. Ach, jetzt, endlich. Ich dachte schon, habe ich mir die falsche Szene ausgesucht oder was? Ich habe mir doch die Timings eigentlich immer hingeschrieben. So, jetzt kommt's. Lauft niemals so hoch. Ihr seht hoffentlich wieso, ne? Ein Storm hier hin und meine komplette Armee ist weg. Also lauft nicht so hoch. Es müssen nicht 40.000 Soldaten an einem Xanagaturm stehen. Das muss nicht sein. Ein einziger Marine reicht vollkommen. Weil, ne, ein Storm hier und alles ist einfach tot. Alles kippt um. Macht das nicht. Niemals lauft so hoch. Es ist sehr einfach zu sagen, yo, Gruppe 1, upsala, Gruppe 1 nehmen, bam, einfach alles hier hin, passt schon. Nein, das passt nicht. In den seltensten Fällen passt das. Ich hatte auch schon mal erlebt, dass ich Zerg war, mit sehr, sehr vielen Roaches, ohne Tannen und Claws. Ich bin genauso hier hochgelaufen. Da hat ein einziges Sentry hat hier ein Forcefield gemacht, sind dann noch vier andere hingekommen und haben hier die ganze Zeit geforcefieldet. Und meine gesamte Armee war hier gefangen. Es waren, glaube ich, so auch so 20 Roaches oder sowas. Waren alle hier gefangen und ich konnte nichts machen. 20 Roaches einfach, als wären sie nie da. Und der hat dann einfach einen Push gemacht und mich umgebracht. Sowas passiert und sowas solltet ihr niemals zulassen. Steht nicht mit eurer gesamten Armee hier sinnlos rum. Nächste Szene. Ach ja, wieder mal ein Kampf. Und wieder mal seht ihr, ich habe die viel, viel größere Armee. Er hat nur ein paar Templer. Und würde ich nicht total bescheuert stehen, nämlich so, übrigens hier wieder dieses Deployment, von dem ich sprach, ne? Würde ich nicht zusammengeklumpt stehen, sondern so, also falls ihr mal meiner Maus folgt, so, hätte ich auch locker gewinnen können, aber... Nein, wir schauen mal, was passiert. Bam, bam. Und jetzt kommt nochmal. Und das war's. Also es ist einfach nur krass, wie meine Armee einfach zerstört wird von den Storms. Innerhalb von wenigen Sekunden habe ich keine Armee mehr. Das gesehen einfach nur, weil ich komplett in einem Bündel stand. Das ist saublöd. Aber wir sehen können, Siege Tank Deployment macht Sinn, ne? Die hier können das angreifen, der kann das angreifen und so weiter und so fort. Also Siege Tank Deployment macht Sinn, aber meine Armee gar kein. Wundert euch übrigens nicht, ein großer Teil meiner Armee ist direkt hier, also. Ich hätte übrigens, also mir ist durchaus klar, falls ihr euch das Replay anguckt, im Endeffekt dann euch das Replay bei uns auf der Page runterladet und das euch anguckt, ich hätte hier 7 Mal oder so gewinnen können. Ich hätte hier so oft Schuss machen können, aber habe ich nicht gemacht. Aber dazu komme ich in einem anderen Spiel nicht über den Reaper. Darum geht es hier gerade nicht. Es geht hier nur ums Positioning. Nächste Szene. Das ist ein super Beispiel. Das ist nicht SimCity. Das ist Tarkov 2. Nicht SimCity auf Super Nintendo. Baut nicht so. Nicht so. Nicht da, wo ihr eure Armee hin rallyen wollt. Denn normalerweise rallye ich meine Armee immer so direkt hier hin. Nur eigentlich so hier. Weil dann kann ich meine... Main verteidigen, meine Natural und die Gold Expansion ein bisschen.
Eigentlich möchte ich immer so ein bisschen hierhin rallyen. Aber baut nicht sinnlos. Das macht keinen Sinn. Auch wenn die ganzen Barracks hier in Ordnung sind, weil ich das Geld ausgeben kann, baut lieber schön ordentlich und direkt. So, das hier ist total blöd. Hier, die ganzen Depots ohne Sinn. Ich weiß, dass man irgendwann mal sozusagen den Überblick verliert und einfach nur irgendwas bauen muss, um zu bauen. Klar, das kennt jeder. Aber trotzdem, gewöhnt euch an, vielleicht lieber hier ein bisschen was zu bauen, denn hier wird eh kein Kampf kommen. Oder hier so schön sauber ordentlich eine eine Barracks, zweite Barracks, dritte Barracks. Oder hier. Hier ist sehr viel Platz. Baut aber niemals dahin, wo ihr hinrallyen wollt und vor allem nicht planlos. Denn hier ist es super schwer zu kämpfen nachher. Vor allem für euch. Ihr könnt hier schlecht wegrennen, falls Storms kommen. Sagen wir, hier wäre ein Kampf. Dann könnt ihr nicht wegrennen, einfach so. Ihr würdet euch die ganze Zeit hier in diesen kleinen Lücken verlaufen. Eure ganze Armee würde hier mit dem Flaschenhalsprinzip stecken bleiben, denn wenn so eine Masse durch so einen kleinen Gang durch will, dann bleibt hier ein sehr großes Stück dieser Masse übrig und das kann man einfach stormen. Also versucht nicht so sinnlos zu bauen. Das ist komplett stumpf und macht keinerlei Sinn eigentlich. Das ist wirklich nicht intelligent. Ich habe vorhin schon gerade eine Nuke. Ich zünde auch eine Nuke in dem Spiel, also allein deswegen lohnt es sich, das Spiel anzugucken. Die kommen nämlich genau hier hin. Aber egal. Baut einfach nicht so. Das macht keinerlei Sinn und ist auch wirklich nicht intelligent. Vielleicht nochmal eine Sache, die nicht nur Terran angeht oder nicht nur mich angeht. Ich habe übrigens eine 5000 Armeepunkte größere Armee, aber ich verliere den Kampf trotzdem. Es geht darum, wie hat der sich positioniert für den Kampf und wie positioniere ich mich? Das ist nicht übrigens für den Kampf. Ich mache übrigens wieder den Fehler mit dem Hochlaufen, aber egal. Was mache ich und was macht er? Ich habe die Base, die Base und die Base, die eigentlich für sich funktionieren. Die und die stehen erstmal nur so da, die sind für später. Bei dem funktioniert diese Base komplett und die auch. Er kann aber diese Base nicht verteidigen, weil der irgendwo hier steht. Versucht euch immer so zu positionieren, vor allem mit Protoss, der Unmobilisten-Rasse, falls ihr auf Kolosse geht, dass ihr vielleicht hier steht. Damit könnt ihr nämlich überall recht schnell hin. Damit könnt ihr hier hin, ihr könnt hier hin und ihr könnt hier hin und alles schnell verteidigen. Ich zum Beispiel könnte von dieser Position ja locker meine Base hier verteidigen, meine Gold Expansion, meine Natural und meine Main. Also positioniert euch irgendwie so, dass ihr überall einigermaßen vernünftig rankommt und nicht einfach nur hier. Und in der Zwischenzeit können eure Bases down gehen. Macht das einfach nicht. Aber ich würde sagen, wir müssen noch nicht mal die nächste Szene springen, denn naja, die ist hier. Live und direkt. Und da könnt ihr sehen, wie man Armeen verliert. Nochmal à la Border Reaper. Sehen könnt, ne? Die erste MP sitzt gut, die zweite ist auch ganz okay. Leider erwische ich nicht die Storms. Und meine Medivacs stehen nicht in der Armee, sondern hier. Ich weiß nicht, was ich versuchen wollte zu heilen. Meine Siege Tanks? Also das ist auch blöd. Versuch nicht, die Medivacs als erstes reinlaufen zu lassen. Denn mir ist das später auch mal passiert in einem anderen Game, dass ich meine Armee hatte, habe die auf Taste 1 gelegt, einfach rein. Und die Medivacs, weil die halt schneller sind, laufen als erstes rein und werden von den Stalkern begrüßt. Alle Medivacs sind tot und dann stimmt ihr hoch. Also das macht keinerlei Sinn. Macht das nicht. Medivacs immer schön manuell nach hinten zurückziehen. Am besten Medivacs auch alle auf irgendeine Taste legen, Taste 2 oder sowas und die hierhin immer wieder manuell schicken. Jetzt schon mit der Ghost, der später die Nuke zündet, aber egal. Und ja, nur so nebenbei. Hier kommt es halt zum Kampf. Und seht ihr, die Storms hauen so rein. Ich verliere so viel Punkte an Armee. Oh Gott. Das tut doch mal Zukunft weh. Ja. Es ist einfach nur abartig. Also, ihr sehen könnt, ich bewege mich kaum weg. Ich mache gar nichts. Movement und Positioning sind sehr, sehr wichtig. Essentiell. Nein, nein, das sage ich nicht. Nein, 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 nein. Dafür müsst ihr euch das Replay runterladen auf der Page. Ganz einfach. Nein, das sage ich nicht. 6 Kills. Nicht schlecht. Egal. Wir spielen in die nächste Szene. Ich weiß, das Thema wiederholt sich langsam, aber einfach nur nochmal, um es euch einzuprägen und einfach nur, weil es wahrscheinlich viele belustigt, wie schlecht ich bin und wie sehr ich verliere. Ich habe doppelt so viel wie er. Doppelt so viel. Doppelt. Und trotzdem werde ich gefickt. Das ist toll, oder? Das ist super.
versucht niemals eine Expansion zu killen. Das ist übrigens auch noch zum Positioning. Zu killen, wenn ihr so seid. Teilt euch immer auf. So. Konvex. Nicht so. Und greift ihn nicht an, wenn ihr nicht wisst, wo die Armee ist. Denn es kann gut sein, dass ihr... Naja, dass es so aussieht wie im Gefängnis unter der Dusche. Ihr könnt euch sicherlich denken, was jetzt passiert. Aber wir schauen uns das trotzdem an, was lustig ist. Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ja, Mann. 5000 Mineralien verliert man innerhalb von wenigen Sekunden. Das nenne ich Skill. Das ist wirklich Skill. Aber dafür stehe ich jetzt schön. Also jetzt kann auf keinen Fall mehr ein Storm treffen. Wobei hier noch sehr, sehr viel. Also ihr sehen könnt, das ist die Range für einen Storm vielleicht. So. Und wie viel er hätte treffen können. Also das ist abartig. Einfach nur abartig. Und ich habe kaum was gekillt und er so viel. Also ich würde sagen, das ist so... Naja, wir nähern uns auch langsam dem Ende. Schaut euch einfach das Replay weiter an. Es ist ziemlich interessant zu sehen, wie man trotz Vorteil noch locker verlieren kann. Ich mache noch andere Fehler, aber das ist so die Grundessenz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch allgemeine Fragen zum Projekt habt, zu Ghetto the Keyboard oder sonstige allgemeine Fragen, die jetzt nicht direkt auf dieses Video bezogen sind, bitte stellt sie in dem entsprechenden Thread. Der Thread ist unten verlinkt und dort werde ich, wie gesagt, die Fragen sammeln und dann später dazu jeweils Videos machen. So ein bisschen wie Total Biscuit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Klickt auf eine der Playlists, die jetzt hier auftauchen. Tschö, tschö.